Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir die Schreine der Zwillingsberge gemacht und versucht, das Master Sword aus dem Stein zu ziehen, oder in dem Fall das Bandschwert. Und im heutigen Part gehen wir nach Kakariko, um da den Schrein halt festzustellen, wo der ist, damit wir einen Port zu Kakariko haben. Was natürlich sehr praktisch ist. Und noch andere Dinge, die ich gerade nicht im Kopf habe. So, Kakariko ist die ganze in der Nähe. Wir werden jetzt einmal gleich... Ha, werden wir hierfür Rival die Stürme nutzen? Es lädt sich eh wieder auf, komm. So. Sind wenigstens einmal hier oben. Können noch weiter hochklettern. Ja, komm doch hier hin. Er hat einen Bogen. Er kann nicht treffen. Man sieht aus, als wenn wir den Schrein schon gemacht hätten, ja? Voll uncool von dem Spiel. Vor allem so hellblau, ne? Sind die Dinger nicht immer blau? Eigentlich ja, genau da. Das ist normal blau. Und das ist so hell. Da. Da ist Kakariko. Oh Gott. Nur weil es regnet, erkenne ich jetzt, wo der Schrein ist. Er ist einfach oben auf dem Berg drauf gewesen. Klasse. Kein Wunder, dass ich den nie gesehen habe. Und man kommt sogar da hoch. Da ist ein Weg nach oben dahin. Oh Gott. Da bin ich nie gegangen. Was? Was? Warum hat's geleckt? So, zwei Äpfel. Ja, Spiel, ich weiß, dass hier ein Schrein ist. Taronihi-Schrein. So. Den werden wir auch direkt machen. Einfach, weil ich den so lange übersehen habe. In drei Teufelsnamen. What the fuck? Warum? Erstmal drei Sachen herumfluchen. Warum auch nicht? Jetzt mal ohne Witz. Warum habe ich den die ganze Zeit nicht gesehen? Eine Lehre. Was? Weiche Angriff mit einem Sprung zur Seite aus, nutze die entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Ah, Moment. Ziel erfasst, zur Seite springen. Das war nicht zur Seite. Welche Angriffe mit dem Sprung nach hinten aus? Ja, okay. Jetzt lernen wir auch noch was. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Oh. Parieren. Okay. Das war's nicht. Das auch nicht. Ah, okay. Also, das ist schwierig abzuschätzen. Das ist eine Timing-Sache, das mit Parieren wusste ich gar nicht. Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Okay. Ja, er greift halt, Hauptsache er greift noch an. So, zufrieden? Wir haben was gelernt. Ich weiß noch nicht was, aber wir haben was gelernt. So, das war die Lehre. Weißt du, wir haben die Kraftprobe schon alle gemacht und jetzt haben wir die Lehre gemacht, ja? Ich meine, wer kennt das nicht aus seiner Schule?
erst macht man natürlich den Unterricht, dann erst macht man natürlich die Rente und dann den Unterricht und nee, warte. Erst. Nicer Schild. Erst macht man die Rente, dann geht man 40 Jahre arbeiten und dann lernt man noch in der Schule was. Ja, okay, das Zashin-Kursschwert können wir jetzt irgendwie nicht gebrauchen. Werden wir demnächst, wenn es mal soweit ist, eintauschen. So. Nopal. Okay, und natürlich kriegen wir eine Belohnung dafür, dass wir diesen Dungeon-Schrägstrich-Schrein gemeistert haben. Eine kleine nette Belohnung für den Schrein in Kakariko, was eigentlich ja von der Story her ziemlich naheliegend ist. So, Dankeschön. 13 Zeichen der Bewährung. Alter, wir haben 41 Schreine gelöst. Oh, wir kommen den 100% immer näher. Wow. Telefon, Leute. Ich würde sagen, einen Moment bitte. So, Leute, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert irgendwie. Ich muss unbedingt... Ich habe nicht auf die Zeit geachtet, aber ich glaube, es sind jetzt 15 Minuten etwa vergangen. So. Sieht aus, als wenn wir den Schrein da oben hätten. Ne? Wenn ich da eine Pixel da gelb leuchten würde, dann würde ich es sogar fast glauben. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben die Lehre gemeistert und wollten uns ein paar Herzchen holen. Hart ausgesprochen. Moment, hier gibt es Kleidung. Gab es hier interessante Kleidung? Ich weiß es nicht. Hallo? Ninja-Maske. Schleichen plus. Aber eine Maske wäre cool. Ja, gekauft. Ach, hier, guck mal, hier ist die andere Kleidung, die wir haben. Moment. Ausrüsten und dann... Dam, 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 dam. Ich bin hier, um euch abzumurksen. Abmuxerino! Hier ist eine Quest, die müssen wir alle noch irgendwann machen. Aber nicht heute. So. Ich habe bitte Herzen. Weil... die Ausdauer finde ich eigentlich schon hoch genug, oder? Wir haben einmal drei Balken aufgefüllt, aber wir haben echt ordentlich Herzen damit bekommen. So, damit haben wir 12. Bling. So. Noch mehr Herzen. Die Katzen wird gespart. Bling. 13 Herzen. So. Noch mehr Herzen. Katzenweg gespart. 14 Herzen. So, dankeschön. Wiedersehen. Ich bin ein Ninja. Bin der Huhn-Dieb-Ninja. Oh, hier scheint es Lebensmittel zu geben. Einmal kurz gucken, ob wir was Interessantes hier finden. Wie zum Beispiel Ziegenbutter. Oder hier, 5 Eier. Was ist eigentlich das hier? Bocklinherz, ja, will ich nicht haben. Alter, wie viele Karotten hat der hier? 12 Stück. So. Gut, dann gehen wir hier raus. Wir werden uns einmal im Regen umziehen, denn wir werden einmal nach Gerudo gehen. Denn, ich möchte kurz mir neue Pfeile holen. Und gucken, ob es hier nicht noch einen weiteren Tempel gibt, weil ich kann mir vorstellen, dass hier noch ein Tempel ist. Also, ein Schrein. Irgendwo dort. Vor allem können wir dann wieder ein paar Pfeile kaufen und das ist das, was ich eigentlich will. Wieder Pfeil haben. Oh, guckt euch an, wie viele Herzen wir da haben. Oh, wie geil. Und das sind nicht viele wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man irgendwie an die 30 Herzen haben. Also überlegt mal, 30 Herzen.
Oder vielleicht kann man auch nur 20 haben und dann sagt das Spiel von wegen, ja, hier ist eine Grenze. Oder vielleicht kann man noch mehr haben, ich weiß es nicht. Also theoretisch haben wir jetzt noch 80 Schreine vor uns. Das sind noch 20 Herzen in der Theorie. Nee, warte. 80 durch 4. Doch, 20 Herzen noch, die möglich wären. Ein bisschen OP. Ach, da ist das Dorf. Schön. Hallo, Girls. Hier ist der Maser. Alles gut bei euch, Ladies. Oh, hier ist auch die Edelsteinmacherin, ne? Oh, eine hylianische Wai. Savota, meine Großmutter hat immer gesagt, isst niemals eine Maxi-Durian, wenn du einen trinken gehst. Ich weiß nicht, warum ihr das so am Herzen lag, aber da sie es immer wieder gesagt hat, wird wohl etwas dran sein. Verständlich. Hitzeschutz, okay. Gebühr 500, Kälteschutz. Interessant. Antikabwehr. Schwimmtempo brauchen wir jetzt nicht. Ja, und die geben nur Energie. Und die haben Antikschutz. Ich muss es verkaufen. Sie hat Naboros nicht besänftigt, das war ich. Oh, Moment. Kaufst du an, heißt doch wahrscheinlich sowas wie, ne? So, ja, komm, ich will verkaufen. Kauf mir was ab. Welchen Artikel? So, davon erstmal 3 Stück. So. Fünf gibt einer. Ah, verzichte. Davon verkaufen wir wieder 11. Einfach wieder ein bisschen Rubine machen. So, davon verkaufen wir 10. Dass wir so 15 oder so in der Tasche haben wenigstens. Falls wir irgendwann wirklich gebrauchen können, ich habe keine Ahnung. Oh, Alter! Davon verkaufen wir 25. 300 Rubine immerhin. 500 gibt einen. Oh, Alter. 500 ist ordentlich. Ah, ich möchte doch schon einen im Inventar behalten. So, davon verkaufen wir erstmal alle. Ah, ne, alles nicht. So, einfach eine random Zahl. Ach. Ja, können wir auch ein paar verkaufen. Also, wir haben erstmal wieder ein bisschen Geld. Weil wir brauchen ein bisschen Geld. Die sind 3. Bernstein geben 30. Da können wir aber auch mal wieder 18 Stück verkaufen. Hier, komm, da haben wir 540 weitere Rubine. Alter, wir machen ordentlich Reibach. Können wir nicht verkaufen, können wir auch nicht verkaufen. Ja komm, davon verkaufen wir noch ein paar. 3 Stück. Ja, ansonsten, wofür brauchen wir die eigentlich, die Dinger hier? Die sammeln wir irgendwie an, ne? Na komm, ich glaube, die werden nicht so wichtig sein. Wir verkaufen einfach ein paar. Ich weiß nicht, warum man sie sonst verkaufen kann. Sollten wir wenigstens 50 maximal haben. Überall. Dann sollten wir genug haben, um hier ein bisschen einzukaufen. So. Und dann kaufen wir erstmal eher die Holzpfeile ab. Ja, gib mir alles. Feuerpfeile. Gib mir alles. 420 Rubine, ja komm. Eispfeile. Gib mir alles.
Da freut sie sich. Wir kaufen ihren Stand leer. Fuck. Oh. 60 Bombenpfeile, Leute. Ich sag mal, wir sind gut gewappnet. Wir müssen noch was verkaufen. Ja, nö. Ich verkaufe dir jetzt das Spielzeug für die. Und zwar wirst du... Ich muss 1500 noch zusammentreiben, ne? Komm, wir werden eh noch Saphire finden. Alle bis auf einen, dass wir den Inventar immer haben. So. Dankeschön. So, jetzt haben wir erstmal genügend Pfeile. So, da gab's Pilze. Was gab's hier? Steinsalz. Weidenkraut. Was hatten wir hier? Das war einfach nur Design, ne? Hm. So, und dann holen wir uns dieses komische Gewand, weil das ist immer ein Antikschutz. Und dann sehen wir aus wie ein Gott. Ja. Gib her. Dankeschön. Ich hoffe, die Steine bringen dir Glück. Dankeschön, Lady. War gut, immer die Diamanten mitzunehmen. So. Ja, wir müssen trotzdem noch was verkaufen, weil 74 Rubinen reichen, glaube ich, nicht auf, um das hier aufzukaufen, oder? Ja, wobei. Könnte ausreichen, ne? So. Ordentlich gekauft. Ordentlich vorbereitet fürs nächste Mal, wenn wir dann ordentlich wieder Essen machen. So, Moratania schreien. Leute, wir haben jetzt Antikschutz. Ich weiß nicht, was es genau bedeutet, dass wir Antikschutz haben, aber jetzt tragen wir so ein cooles Cäsar-Kopfband wahrscheinlich, oder? Boah, das wäre cool, wenn wir so ein Cäsar... Nee, Cäsar hatte, glaube ich, so eine Weinrebe oder wie die Dinger heißen, ne? Wie hießen die Dinger nochmal? Diesen, Hufeisen-Gebüsch-Ding da. Wie heißt es nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Weinrebe nicht richtig? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, eine Krähe. So. Sieht gar nicht falsch aus. Alter, wie Cäsar, Leute. Ich bin zufrieden. Ich kann nicht meckern. So, wir machen den Schrein noch und gucken dann, ob wir genug Herzen haben. Und ja. Dann sind wir mit dem Part schon wieder durch. Ich denke mal, so 10 Minuten dauert es, ja. Es ist eine andere Prüfung. Mit Schwung. Okay. Anziehen. Natürlich macht das Schaden, wenn ich drauf springe. So. Müsste möglicherweise die Seil abschießen. Ja, muss ich. Und kein Rätselsound, warum auch immer. Waldlanze. Nein. Machen wir folgendes. Ablegen. Öffnen. Wir müssen immerhin einmal kurz alles haben.
Weil sonst wird die Kiste wieder als markiert gezeigt und wir haben natürlich nicht alles. Waldland so schön und gut, aber ja. So, einmal kurz hier, zack, und dann... Einmal kurz außen rum sneaken. So. So, wir gehen natürlich auch für hier. Einmal kurz außen rum sneaken. Also das Teil hier sammeln. Und zack, gib her. Hauptsache die Kugel bleibt, macht so eine kurze Bewegung noch und bleibt dann stehen. Oh. Bisschen gefährlich. Okay. Das ist knapp. So. Dankeschön. Oh, Geld. Oh nein, ich bin hier runtergefallen. Warum bloß? Und wahrscheinlich wieder fuck. Das Spiel hat meinen kleinen Trick bemerkt. Hep, hep. Dankeschön. Okay, ich hätte es auch einfach so machen können. Na, ich wollte schon... Ach, was macht's mir so schwer? Am Arsch! Na, na, haha! Das hast du wohl nicht erwartet, wa? Nach innen oder nach außen? Nach innen. So, Rätsel gemeistert. Sehr schön. So. Hallöchen. Wir haben wieder einen weiteren Schrein gemeistert. So, unterzeichnete Bewährung. Und wir werden jetzt zu den, wie heißen sie jetzt nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Mikado-Stäbchen, nein. Krog, genau. Wir werden jetzt gehen, um halt Master Schwert zu holen. Irgendwie. Ich hoffe, wir haben genug Power jetzt. Ansonsten müssen wir halt noch weitere Herzen holen. Vielleicht müssen wir wirklich 15 Herzen haben und das ist wirklich die magische Grenze. Ich kann es mir echt vorstellen halt, ne? So. Da. Walter Krox. Und wenn nicht, dann werden wir halt weitere Zeichen holen. Ist ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wir genug Zeichen halt haben, ne? Auf Reisen mit deinem Lieblingspferd. Wohlerzogene Pferde folgen von sich aus den Wegen. So kannst du dich ganz auf die Umgebung konzentrieren. Oh. Oh. Das ist gut zu wissen. Die Frage aller Fragen ist, werden wir das Masterschwert jetzt kriegen? Oder werden wir sterben? Haben wir eigentlich mittlerweile den Krogsdarm wieder gefunden? Ein.
Das reicht! Habe ich das jetzt richtig gesehen, dass 12 Herzen richtig ist? An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule. Was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja, du hast ja recht, Bäumchen. So stehen sie gerade da. Ich erinnere mich, ich war nie da, aber ich erinnere mich. Apropos Erinnerung. Da fällt mir was ein. Was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Aber du bist alt und stirbst. Klischee Ocarina of Time. Masterschwert. 30. Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen. Der Name dieses Schwertes lautet Master Sword. Wenn du der Verheerung Garn und ihren Manifestationen gegenüberstehst, wirst es vom heiligen Licht erfüllt werden. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schattig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Nach 100 Jahren bist du wieder mit deinem stählernen Freund vereint. Gehe achtsam mit ihm um. Dann wirst du hoffentlich auch bald die andere Mitstreiterin wiedersehen, die seit 100 Jahren auf dich wartet. Was? Was ist das Master Sword? Haben die Leute jetzt eigentlich Angst vor mir immer noch? Sie hauen ab. Warum auch immer. Du
mal irgendwo hinlaufen. Nein! Ich bin auch schon durch. Ah, ich wollte gerade schon sagen, willst du mich ärgern oder was? So! Ja, wir haben genug Herzen, um das Master Sword zu haben. Das Master Sword ist schwach. Um es hart auszudrücken. Ja gut, aber wir haben ja noch vieles zu erkunden. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir mehr Herzen, mehr Energie, mehr alles versuchen zu holen, indem wir weitere Dungeon machen, also Minischreine. Wir haben ja immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor uns. Bin ich verzählt? Ich glaube nicht. Nein, 7 haben wir noch vor uns. Und ich würde sagen, Leute, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby!